Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Thema ist psychosomatische Krankheiten. Und um es richtig zu behandeln, müssen wir ein wenig tiefer pflügen, wenn Sie erwarten, dass ich über den Boden fahre, wie Sie das im Nahen Osten tun, einfach einen Stock, nicht wahr, ein Ochse davor, und da kratzt man den Sand, so in die Tiefe von einem halben Millimeter, und dann erwartet man eine Ernte, dann täuscht man sich. Also ich muss den Massey Harris Flug nehmen heute Abend mit 6 Furchen und mit einem 8-Zylinder Diesel davor und sehen, ob wir sie umflügen können. Dann gibt es eine Ernte. Es ist kein leichtes Thema. Und sonst tue ich das nicht, es sei denn, dass wir einige medizinische Kenntnisse haben. Aber ich will es wagen mit Ihnen, nicht wahr? Die Intelligenz leuchtet Ihnen aus den Augen. Und na, wollen wir probieren. Also, ich lese Ihnen jetzt einen psychosomatischen Text vor und wird Sie vielleicht erstaunen, aber hören Sie genau zu. Hier ist der Text. Ich hörte es und es bebte mein Leib. Ich hörte was, ging in meine Psyche hinein und mein Leib bebte. Kennen Sie das? Wenn Sie einen sehr bösen Brief bekommen, nicht wahr? Sie lesen und dann zittern Sie vor Rage. Also es ist psychosomatisch. Ob des Schalles gellte mein Mund, der Fraß drängt in meine Gebeine und unter mir bebte mein Schritt. Also für die, die nicht orientiert sind, das ist ein Habakuk. Lesen Sie mal die kleinen Propheten ab und zu, es wird Ihnen gut tun, es ist manche Wahrheit da drin. Nun hier kommt der zweite Text. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Und unversehrt, das heißt gesund, nicht krank, möge euer Geist, Seele und Leib. Also Geist ist Pneuma, Seele ist Psyche und Leib ist Soma. Also da haben wir Pneumo, Psychosomatik dort. Also nicht psychosomatisch, sondern Pneumo, psychosomatisch. Auf untadelige Weise bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus bewahrt werden. Und das Dritte, das Wort Gottes scheidet Gelenke und Mark, Seele und Geist. Das Wort Gottes scheidet zwischen Seele und Geist, Gelenke und Mark, also Soma. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, in der deutschen Sprache und auch in anderen Sprachen, aber sehr betont in der deutschen Sprache, gibt es ein Durcheinander in Bezug auf die Termini, die man benutzt für Geist und Seele. Man sagt, sie ist eine liebe Seele oder eine saure Gurke, wie Sie wollen. Und man meint, dass sie eine nette Persönlichkeit hat oder eine gurkenhafte Persönlichkeit, nicht wahr? Je nachdem. Und dann sagt man, er ist ein großer Geist. Und das meint, man meint damit gewöhnlich, dass es eine große Persönlichkeit ist, vielleicht intelligent und charakterstark zur gleichen Zeit. Und dann hat die deutsche Philosophie also das schrecklichste Wort von allen Worten eingeführt,
Die reden nicht von Geist oder Seele, die die Schrift trennt. Die Heilige Schrift trennt zwischen Geist und Seele. Sie reden von Geistseele in einem Wort, Geist, Seele. Und da ist das Durcheinander total vollkommen. Deshalb muss ich vorneweg, ich habe gesagt, ich mache das, dass wir pflügen heute Abend. Vorneweg möchte ich meine Termini, meine Ausdrücke definieren, dass wir die klar haben. Das Soma ist das, was man untersuchen kann mit den Chemikalien im Labor, aus der Leib. Dann kommt die Psyche, und das ist die Persönlichkeit oder das Ego, das Ich, und besteht aus zwei Teilen, das Bewusstsein und das Unterbewusstsein. Und dann kommt, das ist die Psyche, also Soma, Leib, Psyche, Seele. Und dann kommt das Dritte, und das ist der Geist. Und der Geist ist das Pneuma. Auch im Hebräischen findet man die gleiche Art von Einteilung. Also diese drei Termini. Und ich halte es dafür, dass der Mensch wirklich aus drei Teilen besteht. Eine Trinität, ähnlich wie Gott eine Trinität ist. Denn er ist in Gottes Ebenbildlichkeit gebaut worden, nicht wahr? Das sagt die Heilige Schrift. Wir sind in Gottes Ebenbildlichkeit gebaut. Das heißt, strukturmäßig sind wir so. Nun, wenn man mit verstehen will, wie ein Mensch krank werden kann, dann muss man alle drei Teile berücksichtigen. Wenn der Körper nur krank wird, dann natürlich wäre es leicht. Aber die Tatsache ist, dass der Mensch in allen drei Teilen krank werden kann. Nun, es gibt in der Wissenschaft drei Einstellungen über das Wesen des Menschen. Sollte ich sagen, eigentlich in der Wissenschaft zwei zuerst. Erst in letzter Zeit kommt die Wissenschaft herum zu der Dreieinigkeit in dem Menschen. Aber das ist noch in den Anfängen. Zwei können wir haben. Aber die meisten Wissenschaftler hier in Europa, es ist nicht so in Amerika. Da ist die Entwicklung sehr schnell vor sich gegangen, ging die Entwicklung sehr schnell vor sich in den letzten Jahren. In Europa findet man die positivistische Einstellung dem Menschen gegenüber. Nun, Positivismus ist das, was einfach im Labor entschieden wird durch das Experiment. Positivismus, dass man ins Labor geht und die Zähler schlagen aus, nicht wahr, und da hat man das Resultat. Und nach dieser positivistischen Einstellung ist das Soma alles. Also mein Leib, mein Körper, wenn der in Ordnung ist, dann bin ich gesund. Die Kommunisten, die Atheisten glauben das. Wenn man ins Labor geht und eine Blutprobe macht und die Enzyme bestimmt und festlegt, wie viel Eisen im Blut ist, nicht wahr, all diese Dinge, wie viel PBI, Jod von der Schilddrüse, dann ist alles in Ordnung. Nun, das ist die positivistische Einstellung. Und die sagen, dass die Seele, also die Psyche, nur eine Spiegelung, eine Reflexion von dem Leib ist. Also wie die Maschine funktioniert, das produziert den Anblick, die Täuschung einer Psyche, einer Seele, die in Wirklichkeit nicht da ist. Also man meint nur, dass der Mensch aus mehr besteht als dem Körper, weil der Körper das vortäuscht. Ich war eingeladen vor einiger Zeit in die Steirische Akademie von der österreichischen Regierung, weil die Positivisten alles übernommen hatten, die materialistischen Kommunisten. Und sie haben gebeten, dass irgendein Mann von der Wissenschaft her die Wissenschaft der Seele, die Psychologie,
im biblischen Sinne des Wortes, merkwürdigerweise von der Kirche her, vertritt. Und da stand ich auf und sprach meine Definition von Soma, von Psyche und von Pneuma. Und da standen streiks zwei, drei Wissenschaftler auf dort und sagten, würde ich bitte das Wort Psyche lassen, es sei inhaltsleer und sei eine Täuschung. Nun, ich habe gesagt, ich will es nicht lassen, denn ich habe Ihnen gerade etwas darüber zu sagen auf dem Gebiet. Und sehr unwillig haben Sie zugehört. Aber mehr und mehr Wissenschaftler kommen zu dem Standpunkt, dass die positivistische Einstellung ungenügend ist und dass der Mensch tatsächlich eine ewige Seele besitzt. Eine ewige Seele, also eine transzendente Seele. Und dass sein Leib schon immanent ist und vergeht. Aber die sind zu dem Dualismus gekommen, dass der Mensch besteht aus Seele, Psyche und Leib. Nun, die dritte Einstellung, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist die christliche Einstellung und setzt sich mehr und mehr durch. Die christliche Einstellung ist, dass neben Soma und Psyche es tatsächlich Pneuma gibt. Die Bibel ist sehr klar auf dem Gebiet und es gibt christliche Psychiater, die auch zu dieser Einstellung hindurchdringen. Aber was ich tun muss, ist Ihnen zeigen heute Abend, dass die Wissenschaftler, die Positivisten sind, also Atheisten sind, nur glauben, dass Soma existiert und alles andere ist Täuschung, heute verloren sind. Und zwar anhand von Experimenten in der Wissenschaft. Und einige Experimente will ich Ihnen beschreiben, um zu sagen, warum ich in wissenschaftlichen Kreisen aufstehen kann und sagen, meine Herren, der Positivismus ist so überholt wie der Darwinismus heute und es begründen kann. Nun, ich will es begründen vor Ihnen anhand von der Krankheit, die sich Epilepsie nennt. Ich hatte jetzt in letzter Zeit in einer Universität bei mir ein sehr eifriger junger Mann, der versuchte zu helfen und wollte Christ sein. Und während er mit mir sprach, hatte vier oder fünf Absenzen epileptischer Art. Und ich will Ihnen anhand von dieser Epilepsie versuchen zu zeigen, dass daran es klar geworden ist, dass Sie eine ewige Seele haben, eine Entität, darf ich sagen, die Hand und Fuß hat. Nehmen Sie das nur idiomatisch, was ich da gesagt habe. Aber das Experiment hat in letzter Zeit den Nobelpreis gewonnen. Sperry hat die Arbeit von Wilder Penfield entwickelt und letztes Jahr tatsächlich ist anerkannt worden. Also was ich sage, hat Hand und Fuß jetzt, denn es basiert sich auf Sperrys Arbeit, die eine Entwicklung ist von Wilder Penfields Arbeit. Nun, jetzt kommt's. Sie wissen, also wenn man Epilepsie hat, dass einige Zellen in dem Kopf, die entladen sich, weil sie überempfindlich sind. Und wenn sie sich entladen, die elektrischen Entladungen, zündet das ganze Gehirn an, sodass das ganze Hirn sich entlädt. Und wenn das Gehirn sich entlädt, dann hat man einen epileptischen Anfall. Sie haben sicher epileptische Anfälle gesehen. Sehr, sehr unangenehm für alle Leute, die damit zu tun haben. Nun, die Idee, die Theorie von Wilder Penfield und von anderen auf diesem Gebiet war, hören Sie zu, das hat Epilepsie nicht geheilt, aber es hat unerhörte Erkenntnisse in die Wissenschaft hineingebracht. Die Theorie ist, dass bestimmte Zellen in den lateralen Loben des Gehirnes überempfindlich sind. Und wenn sie anfangen, sich zu laden und dann plötzlich sich zu entladen, zündet das ganze Gehirn an, sodass es brennt, sozusagen elektronisch vor Entladungen. Und das ist der epileptische Anfall. Nun, die Idee von Wilder Penfield
die er entwickelte, war, dass wenn er diese Zellen, die leicht entzündbar sind, elektronisch gesehen, identifizieren könnte, dann könnte er sie chirurgisch rausschneiden. Und wenn man sie chirurgisch rausschneidet, dann wäre der Mann von seiner Epilepsie geheilt. Dann gäbe es nichts im Gehirn, was eben diesen Großbrand im Gehirn, also der epileptische Anfall, was den epileptischen Anfall dann nicht mehr loslässt. Also triggers, wie man im Englischen sagt. Also, die Sache ist, wie macht man, wie identifiziert man die Zellen, die den epileptischen Anfall auslösen? Er hat Patienten genommen, die chronisch an diesen schrecklichen Anfällen litten und denen man nicht helfen konnte mit Medikamenten. Er hat ihnen gesagt, was seine Theorie sei, und hat sie gefragt, ob sie bereit seien, Meerschweinchen zu sein. Im Interesse anderer, die eben die gleiche Krankheit hätten. Und wenn sie bereit waren, Meerschweinchen zu sein, hat es denen ganz klar gemacht, also hier ist nicht das wilde Herumexperimentieren, ohne dass der Patient etwas davon weiß. Das gibt es in vielen Spitälern. Und davon bin ich da, ich bin absolut dagegen. Das sollte man nicht tun. Herumexperimentieren. Er fragte genau, was es ist, sagte, was das Risiko ist. Wollen Sie oder möchten Sie es nicht? Und wenn Sie nicht wollten, gut. Wenn Sie es wollten, dann hat er Sie voll narkotisiert, eine Vollnarkose gegeben und den Schädel aufgemacht, sodass die beiden Seiten geöffnet werden könnten und man das lebendige Gehirn sah. Und als sie sich dann erholt hatten von dieser Operation, einige Wochen, ließ er es so, dass man immer wieder das Gehirn, das lebendige Gehirn, bloßlegen konnte, aber ohne Narkose. Also hat sie aufgemacht mit Narkose und sie dann sich heilen lassen, sodass sie, ohne dass sie irgendetwas machte, die Lappen aufmachen konnte und das lebendige Gehirn sehen konnte. Und dann legte er sie auf seine Couch, er war ja Neurochirurg, und unterhielt sich mit diesen Leuten mit einem offenen Gehirn an beiden Seiten. Nein, es ist nicht lustig, aber sehr, sehr mutig von dem Mann, das zu tun. Und im Interesse der Patienten. Da hat er sie auf diese Patienten auf seine Couch gelegt. Und dann hat er sie untersucht mit einer Mikroelektrode, zu sehen, welche Zellen leichter empfindlicher sind als die anderen. In dem Versuch, die Zellen zu identifizieren, die die Epilepsie auslösten. Und als er dann anfing zu explorieren mit der Elektrode, auf einmal sagte sein erster Patient: Herr Professor, ich bin wieder jung. Ich spiele mit meinen Geschwistern auf den Wiesen. Wir pflücken Gänseblümchen. Ich unterhalte mich mit meinem Vater, mit meiner Mutter. Ah, das ist alles so schön, wieder jung zu sein. Nun, er dachte, das ist so merkwürdig, so merkwürdig. Und ein Arzt hört zu und sagt nichts, nicht wahr? Ist ja klar. Und dann hat er das Lokalisierten vermerkt, diese Stelle, die eben diese Reaktion hervorrief. Und ohne dass der Patient es wusste, hat er wiederum drauf getan und sagte, dass er stimulieren wollte. Aber hat nicht stimuliert. Also kein Strom, nur die Elektrode drauf gemacht. Der Patient hat gar nichts gemerkt, gar nichts gesagt. Und während er sich mit dem Patienten unterhielt, denn der Patient war vollkommen bei Bewusstsein, heimlich mit einem Schalter stimulierte er, während die Elektrode drauf war, sodass der Patient gar nicht wissen konnte, dass er stimulierte. Und genau das Gleiche kam zum Vorschein. Ich bin wieder jung.
Ich bin 6 Jahre alt. Ich unterhalte mich mit meinen Eltern. Ah, da haben wir diese Lieder gesungen. Und sie haben das so plastisch gesagt. Es war ein richtiges Flashback, wie die Drogensüchtigen Flashbacks haben. Und dann hat er gesagt, aber zu seinen Patienten, indem er andere Zentren suchte, hat er gesagt, wo sind Sie in Wirklichkeit? Sagt der Patient, immer in Wirklichkeit liege ich auf der Couch von Professor Wilder Penfield und er untersucht mich, um die Zellen zu finden, die eben meine Epilepsie auslösen. Sind Sie darüber im Klaren, wo Sie sind? Absolut im Klaren. Wie alt sind Sie? Und zur gleichen Zeit, wie er sich unterhielt mit denen, kam das zweite Bewusstsein zum Vorschein. Wenn er stimulierte zwischendurch, hat der Patient ein doppeltes Bewusstsein bekommen. Verstehen Sie das? Ein verdoppeltes Bewusstsein. Wusste, dass er da liegt auf der Couch und zur gleichen Zeit war er in der Jugend und unterhielt sich über Sachen, der 40, 50 Jahre oft nicht mehr nachgedacht hätte. Also er hatte die Quelle des Gedächtnisses entdeckt. Und es gab verschiedene Quellen des Gedächtnisses der Jugendzeit. Und er konnte die identifizieren und markieren. Und jedes Mal, wo er darauf stimulierte, kam das gleiche Videoband heraus. Verstehen Sie mich? Wie ein Fernsehgerät. Man tut eine gewisse Kassette rein und da kommt ein gewisses Programm raus. Er hat die Quelle der Programmierung des Gedächtnisses entdeckt. Und dabei war der Patient darüber im Klaren, dass er ein doppeltes Bewusstsein hatte. Er wusste, dass er da liegt zur gleichen Zeit. Und zur gleichen Zeit konnte er je nach Belieben verschiedene Gedächtnisse aus der Jugend, je nach der Stelle, hervorrufen. Da hat er entdeckt, wo die Quelle des Gedächtnisspeicherungssystems ist. Nun, als er das entdeckte, das war natürlich eine ganz große Sache. Nun, als das geschehen war, hat er das zu deuten. Die Leute konnten einmal, zweimal, dreimal und mehr gleichzeitige Bewusstseine haben. Je nachdem, wie man das stimulierte und je nachdem mit den Leuten redeten, sahen sie, erfuhren sie verschiedene Erlebnisse, die in ihrem Gehirn gespeichert waren. Doppeltes, dreifaches und mehr Bewusstsein. Sehen Sie das vor? Und da sitzen sie alle zusammen, die Chirurgen, die mit ihm arbeiteten, sie sagten, wir müssen das klären, denn sie waren alle Positivisten. Sie waren alle Leute, die Atheisten waren, glaubten, dass diese Idee von einer ewigen Seele einfach ein Trick der Kirche war, Kirchensteuern aus den Leuten zu holen, weil sie Angst haben, in die Hölle zu kommen, wenn sie, oder in den Himmel, nicht wahr, je nachdem, nachdem sie tot waren. Das glaubten sie alle. Aber jetzt fingen sie an, das zu revidieren. Sie fingen an, die Sache zu erklären wie folgt. Jetzt müssen Sie die Erklärung aber sehr genau hören, sonst werden Sie in 5 Minuten schwimmen. Er sagte, dass das Gehirn verdrahtet ist, Bilder zu speichern und wiederzugeben, wie ein Videoband, Videokassette und ein Fernsehgerät. Und je nachdem, wie er die verschiedenen Anfänge des Systems stimulierte, kam das Videoband raus. Aber das ist verdrahtet. Was ihm klar war, war durch diese Verdrahtung des Gedächtnisses, er nicht imstande war, sind Sie mit mir? Nicht imstande war, das Bewusstsein zu ändern. Er hat es bewusst nicht unter Narkose gemacht, weil er sehen wollte, wie das Bewusstsein funktioniert. Und er kam zu dem Schluss, dass das Bewusstsein
nicht verdrahtet ist. Die Intelligenz und die Speicherung des Systems ist elektronisch verdrahtet, wie ein Fernsehgerät, wie ein Radiogerät, wie ein Telefongerät, wie Sie wollen, wie ein Computer, wie Sie wollen. Das war alles wie ein Computer hier wunderbar positivistisch eingestellt und verdrahtet. Und bei Stimulierung konnte man dieses System projizieren. Nun sagt er, wie ist es mit dem Bewusstsein? Er hat einen Mann namens Culbertson, ein Kollege von mir in der University of Illinois. Er hat jahrelang probiert, eine Maschine zu machen, die zur gleichen Zeit intelligent ist, wie ein Computer intelligent sein kann, denn ein Computer profitiert von Erfahrung, und das ist die Definition von Intelligenz. Aber eine Maschine, die darüber hinaus nicht nur intelligent war, sondern Bewusstsein hatte, dass eine Maschine wusste, dass sie existiert und dass ich bin und dass ich nachdenke über mich selbst. Denn wir sind bewusst, nicht weil wir intelligent sind, sondern weil wir nachdenken über unsere Intelligenz und unsere Gedanken, nicht wahr? Und er hat probiert, 25, 30 Jahre lang, eine Maschine zu machen, die intelligent war. Das ist leicht heute, kein Problem. Die Japaner tun es am laufenden Band. Aber eine Maschine, die wusste, dass ich eine Maschine bin und dass ich Persönlichkeit habe. Das ist ihm kläglich misslungen. Überhaupt nie eine Spur mit all seinen Verdrahtungen, die er ausprobierte, hatte je eine Spur von Selbstbewusstsein oder von reflexivem Denken bekommen. Denken schon, aber von reflexivem Denken, Denken über sich selbst, dass man weiß, dass man über sich selbst denkt. Die Basis von Persönlichkeit, keine Spur. Dann haben Wilder Penfield und seine Freunde gesagt, das ist klar. Klar. Das Gehirn ist wie ein Fernsehgerät. Und wir wissen, dass das Gehirn so verdrahtet ist. Aber das Gehirn projiziert ein Bild. Projiziert ein Bild von den Augen, also in Licht, Photonen. Projiziert ein Bild von den Ohren, ein sonisches Bild. Das wissen die Delfinen. Die Delfine sehen mit den Ohren, das wissen sie. Und sie können ihre Fische, die sie fressen, sehen mit den Ohren. Wir können es auch teilweise. Und wir haben ein Bild von der Nase, ein olfaktorisches Bild. Und wir haben ein Bild vom Geschmack. Denken Sie an Ihre Wiener Schnitzel, die Sie gegessen haben heute Abend. Und das ist eine ganze Welt für sich des Geschmackes, die Sie nicht beschreiben können. Und ein Bild von der Propriozeption. Alles ist da. Aber, sagen diese Neurochirurgen, diese Maschine ist 5-mal komplizierter in Bezug auf die Tatsache, dass sie 5 Projektionen produzieren kann. Aber, sagte, die Maschine selber wird diese Bilder nie gewahr. Verstehen Sie mich? Das Bewusstsein, dass die Maschine das Bild macht, ist nicht da. Darf ich so sagen? Wenn Ihr Fernsehgerät den Fußballmatch zwischen Deutschland und der Schweiz, wollen wir sagen, ich war vorsichtig sein. Wenn Ihre Maschine, das Fernsehgerät, an einem Samstagnachmittag zeigt, also Skifahren, ich war Slalom fahren auf den Bergen, ich war, zeigt, und die Deutschen aus Gießen gewinnen, wollen wir sagen, würden Sie erwarten, dass Ihre Maschine ein Grundig, nicht wahr, eine deutsche Maschine, vor Freude wackelt, dass das, nicht wahr, der Richtige hat gewonnen. Würden Sie das erwarten? Die Maschine gibt stur mit tierischem Ernst das Bild wieder, die Projektion, projiziert das Bild, wird aber
wird aber des Bildes nicht gewahr. Verstehen Sie mich? Habe ich Ihnen das klar gemacht? Und so, sagten die Neurochirurgen, ist das menschliche Gehirn, es ist verdrahtet, um genau das zu tun, was ein Fernsehgerät tut, aber viel komplizierter und viel besser. Denn es macht es mit 5 Gegenständen, wogegen das Fernsehgerät es mit 2 macht. Also mit dem Bild sonisch, also was man hört, und mit dem Bild des Gesicht, der Sicht, also mit Photonen. Nun, die Maschine selber ist nicht imstande wahrzunehmen. Und das ist das Problem. Was gibt uns die Fähigkeit wahrzunehmen? Die Maschine ist wunderbar, um zu projizieren, aber die Maschine selber nimmt nicht wahr, ist es nicht bewusst, was es tut. Und so ist es auch mit dem Gehirn. Dann sagten sie, wir müssen also zu dem Schluss kommen, dass diese 5 Arten von Bildern, die die Maschine projiziert, irgendwie wahrgenommen werden. Wenn der Affe vor dem Fernsehgerät sitzt, nicht wahr, und sieht, wie sie Slalom fahren den ganzen Samstagnachmittag. Die Maschine hat gar keine Freude dran, nur der Affe, der davor sitzt. Und sie sagten als kleines Bild, dass die menschliche Seele, die menschliche Psyche, etwas ist, was nicht beeinflusst wird durch Elektrizität und Stimulierungen und Elektroden. Nicht beeinflusst durch das, sondern diese Maschine, also die psychische Seite der Maschine, ist gebaut, um das Bild von der Maschine aufzunehmen und wahrzunehmen. Und so sind sie zu dem Dualismus gekommen, von dem ich redete. Dass der Mensch in sich eine Persönlichkeit hat, die nicht aus Materie besteht und die nicht beeinflusst werden kann, von den verschiedenen Methoden, womit man die Maschine selber stimuliert, die aber transzendent ist. Die NASA, wie wir morgen sehen werden, hat gezeigt, dass das wahr ist, indem wir nicht nur sinnliche Wahrnehmung haben, also wir sehen mit den 5 Sinnen, wir sehen auch mit außersinnlichen Wahrnehmung, wir sehen das Transzendente. So ist man zu dem Bild gekommen, auch die andere Maschine da bitte, so sind wir zu dem Bild gekommen, dass der Mensch aus einer Dualität besteht. Er besteht aus einer Psyche, die das Bild, das das Soma auf den Schirm hier, auf die Leinwand da, in der Psyche wirft, wahrnehmen kann. Die Psyche nimmt das wahr, was die 5 Sinne, 1, 2, 3, 4, 5, auf die Psyche wirft. Die Psyche kann das wahrnehmen. Nun, das ist das dualistische Bild des Menschen und sehr viele Wissenschaftler sind zu diesem Schluss gekommen, dass der Mensch immanent ist, Soma. Soma ist immanent, wird sterben, ist eine Maschine, die kaputt geht. Aber die Psyche ist keine Maschine, sondern eine Entität, die die Bilder von dem Soma aufnehmen kann. Nun, die Psyche besteht aus Bewusstsein. Das Bewusstsein ist das bewusste Denken, womit wir denken über das, was wir denken, das reflexive Denken. Ah, danke schön. Effizienz hier, wunderbar. Und dann, unterhalb von dieser Spitze des Bewusstseins, gibt es ein viel größeres Gebiet des Unterbewusstseins. Wir denken bewusst, aber das meiste von unserem Denken wird unbewusst gemacht. Sie wissen die Methode, eine Sprache zu erlernen? Kennen Sie das? Sie können ja alle 4, 5 Sprachen, nicht wahr? Stimmt's oder stimmt's nicht? Also Sie lernen es, ehe Sie schlafen legen. Und am nächsten Morgen wachen Sie mit den letzten Gedanken auf, die Sie gestern Abend hatten.
so sitzt das viel tiefer im Kopf, weil im Unterbewusstsein während des Schlafes sie all das bearbeiten. Deshalb ist es so wichtig, dass man abends, ehe man ins Bett geht, betet und die Bibel liest. Das sitzt dann viel tiefer, wenn man das tut. Und dann, wenn man aufsteht, liest man die Bibel, ich tue es, meine Frau auch, und betet. Und den ganzen Tag im Unterbewusstsein wird der Stoff, den man durchgenommen hat, bearbeitet im Unterbewusstsein. Die Maschine ist wie ein Eisberg. Oben guckt die kleine Spitze raus und unten unter dem Wasser 9/10 wird das alles heimlich gemacht. Eine ganz wunderbare Vorrichtung ist das. Und das ist alles gehört zu der Psyche. Nun, die Bibel sagt, das ist die wissenschaftliche Seite, die Bibel sagt, dass genau wie die Persönlichkeit des Menschen, die Psyche, verbunden ist mit der Umwelt in Zeit und Raum durch das Soma, und das Soma gibt uns Augen, Ohren, Nase, Mund und Propriozeption, also Selbstwahrnehmung. Diese Soma verbindet die Psyche mit der Umwelt. Und die Psyche wird mit der Umwelt verbunden und die Umwelt wird verbunden mit der Psyche. Die Sache ist eine Wechselbeziehung, eine Dialektik. Die Umwelt beeinflusst meine Psyche und meine Psyche ändert die Umwelt. Wie ich gesehen habe jetzt, wie ich von Köln heute Morgen gefahren bin, die Psyche der Leute äußert sich in der Umwelt. Über allen Bahnhöfen habe ich Coca-Cola-Büchsen und Dreck und Papier und Unordnung gesehen, die ganze Bahn entlang. Nun, das ist wie die Psyche die Umwelt ändert, nicht wahr? Wie es sein soll, ist die Psyche soll die Umwelt besser machen und nicht schlimmer. Also das so nebenbei. Nun, die Heilige Schrift, die Bibel sagt, dass genau wie die Psyche eine Verbindung hat mit der immanenten Umwelt, also mit der Materie in Zeit und Raum, also Garten, Häuser, Frauen, alles was es gibt, Kinder und all das, so hat auch das Bewusstsein, die Psyche, Kontakt durch das Pneuma mit der transzendenten Welt. Sagt aber, dass die transzendente Welt, die Welt Gottes, die Welt des Paradieses Gottes, diese Welt wird erfahren nur unter bestimmten Umständen. Wenn der Geist, der das Verbindungsglied ist, das ist der Geist, also das Pneuma, wenn man tot ist in Sünden und Übertretungen, dann hat man keinen Kontakt mit einem persönlichen Gott. Nun, das heißt sehr einfach. Sie wissen, unter Menschen, wenn man sich zankt mit einem Menschen und schimpft und böse wird und Polemik benutzt, Sie wissen, dass diese Person, die das tut, keinen Kontakt mit Ihnen hat. Wenn Sie sehen auf der Straße, gucken Sie die andere Richtung, nicht wahr? Oder Sie gucken in die mittlere Ferne und sehen ihn nicht, nicht wahr? Sehen Sie nicht. Stimmt's oder stimmt's nicht? Wenn Sie antworten und böse sind, kann es so sein, dass der Kontakt zwischen einer anderen Persönlichkeit stirbt. Und wenn ein Mensch das tut, was Adam tat, Adam wurde als Hybride gebaut. Seine Persönlichkeit in der Mitte, seine Psyche, entstand durch den Geist Gottes von dieser Seite, der sich auf den Ackerboden, also auf die Elemente, wirkte, und da entstand eine lebendige Seele. Und wenn ein Mensch tot ist in Sünden und Übertretungen, dann ist der Geist, sein Verbindungskanal mit Gott, tot. Bei der Wiedergeburt, wo ein Mensch ein Metanoia durchmacht und umdenkt und die Schuld, die diese Grenze hier zwischen der Psyche und dem Immanenten, wo das weggemacht wird, wo die Schuld weggemacht wird, dann öffnet sich, wie heißt es in der Heiligen Schrift, die frommen Leute aus Gießen.
dann öffnet sich der Weg ins Heiligtum. Jesus ist der Weg. Der Körper, der für uns starb und die Sünden vergab, vergibt. Wenn die Sünden vergeben sind, wird diese Grenze zwischen der Persönlichkeit Gottes geöffnet und das Heiligtum, der Weg ins Heiligtum, wird geöffnet. Und dann ist der Mensch nicht mehr tot in Sünden und Übertretungen, sondern er erfährt das Transzendente in Jesus Christus. Es gibt sehr viele Leute in der heutigen Welt, die wissen, dass sie keine Verbindung haben mit der transzendenten Welt, aber sie wollen nichts wissen von Jesus und seiner Vergebung. Und deshalb nehmen sie gewisse Drogen ein, werden wir morgen sehen werden. Und das öffnet ihnen tatsächlich den Weg ins Transzendente. Aber es ist nicht die Transzendenz Gottes, sondern das Okkulte. Das ist, was geschieht heute. Morgen werden wir mehr darüber reden müssen. Nun, wenn der Mensch aus diesen drei Teilen besteht, und die Heilige Schrift sagt das, und die Wissenschaft sagt das wegen der Psyche, wenn das der Fall ist, ist es klar, dass Kraft hier reinfliegen kann von Gott und Kraft reinfliegen kann von dem Soma, von dieser Welt. Zum Beispiel, ich freue mich sehr über die Berge. Ich freue mich sehr über die Orchideen und die Blumen. Ich freue mich über schöne Menschen. Ich freue mich, wenn ich mich unterhalten kann mit intelligenten Menschen. Macht mir Freude. Und das Ergebnis ist, dass von dieser Seite her Kraft in die Psyche fliegt. Wenn man Verbindung hat mit Jesus, dann kommt die Verbindung, durch die Verbindung mit der Immanenz, dann kommt die Kraft Gottes da hinein und es ist eine Wechselwirkung. Ich beziehe Kraft von ihm, ich beziehe Kraft von meiner Umwelt und dieses Bild ist, was man nennt, ein ganzheitliches Bild, ein holistisches Bild. Und das ist das Bild des Menschen. Was hat das mit psychosomatischen Krankheiten zu tun? Die alle drei wirken aufeinander in einer Wechselwirkung. Jetzt gebe ich Ihnen einige Exempel, einige Bilder von dieser Wechselwirkung, die zwischen Leib, Seele und Geist, und das sind die pneumopsychosomatische Krankheiten, von denen wir gesprochen haben. Wollen wir mal gucken, wie das jetzt praktisch wird, jetzt wo Sie das tiefe Flügen mit mir so geduldig durchgemacht haben. Wollen wir sagen, wir haben hier einen Sorgenväter oder eine Sorgenmutter. Im Laufe der Zeit bekommen Sie diese tiefen Rinnen hier, nicht wahr? Haben Sie es gemerkt? Ganz tiefe Rinnen. Unter meinem Bart habe ich sie versteckt, nicht wahr? Aber sie sind da, besonders wenn Sie lachen, sehen Sie es. Nun, ein Mann, der diese tiefen Rinnen hat, oder eine Frau, was geschieht mit ihm oder mit ihr? Sie entwickelt zu viel Säure im Magen und sie verbrennen sich ein Loch im Magen und sie müssen Magbiss schlucken, nicht wahr? Um die Säure zu neutralisieren. Die Probleme im Bewusstsein und im Unterbewusstsein, in beiden, wirken zurück durch so eine Rückkopplung auf den Körper, und der Magen produziert zu viel Säure und man wird krank von ungelösten Problemen oder von Schuld oder von diesen Dingen, die uns plagen. Stimmt's oder stimmt's nicht? Also gut, das ist Punkt 1, das ist psychosomatisch. Wollen wir das Zweite sagen? Ich kannte, wo wir wohnen, einen alten Geigenbauer. Und er war ein Künstler. Nicht reich, aber er liebte seine Kunst. Und er hat auch unser Cello neu gebaut. Und also ein ganz netter alter Kerl war er. Und eines Tages, als ich im Spital lag, ich hatte ein Handgelenk gebrochen, wurde ich geparkt im Korridor im Spital, während die Ärzte irgendwas anderes gemacht haben. Und neben mir wird sonst jemand geparkt.
Da gucke ich ihn an. Ah, und ich sehe meinen Geigenbauer. Der lag neben mir. Das ist offenbar, was ihm fehlte. Er hatte diese tödliche Farbe. Ganz tödlich. Aber er hat sich so gefreut, dass der Nachbar neben ihm lag, im Spital, nicht wahr? Wir haben uns unterhalten. Und da habe ich ihn nie wieder gesehen. Er hatte Krebs. Und er ist dann gestorben. 2-3 Wochen später höre ich, als ich aus dem Spital komme, die Glocken der Dorfkirche läuten. Ich frage die anderen Nachbarn, was ist denn das? Ach, sagten sie, wussten sie nicht, dass die Frau von dem alten Geigenbauer waren verbunden miteinander, nicht wahr? Also liebes altes Ehepaar. Der Mann starb, kurz darauf war sie weg, fehlte ihr nichts, soweit man sehen konnte. Sie starb. Das ist psychosomatisch. Sie konnte nicht leben ohne ihn. Und da starb sie. Sehr viele verwitwete Leute sterben aus dem Grunde. Wir hatten noch einen frappanteren Fall. Es war einer aus einer freien Gemeinde. Und er war ein Leiter der freien Gemeinde, ein sehr, sehr lieber alter Mann. Also richtig ein Patriarch, nicht wahr? Und am Sonntagmorgen, wie er zur Kirche gehen wollte, nach dem Frühstück, er war über 80, neigte sein Haupt am Tisch und starb, wie ein Kind. Nun, seine Frau war auch so, wie es sein soll in der Ehe. Sie liebte ihn und er liebte sie. Und am Nachmittag des gleichen Sonntags setzte sie sich an den Tisch, neigte ihr Haupt und starb. Wie können Sie das erklären? Wenn ein Mensch nicht aus Psyche besteht, sondern nur aus Körper, wenn die Biochemie funktioniert, dann hätten sie nicht sterben müssen. Weder der eine noch die andere. Also diese Dinge sind sehr, sehr wichtig, dass man versteht, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von jedem Wort, das in die Psyche hineingeht. Nehmen wir noch etwas anderes. Wenn ich zu viel arbeite, und zu viel Reise, ich bin jetzt die Nacht im Schlafwagen gewesen und Sie wissen, wie das ist, war eigentlich sehr gut, aber trotzdem, man schläft nicht viel im Bett. Wissen Sie, was geschieht? Durch diese Überanstrengung, nichts anderes, entzündet sich das ganze TV-Gerät da oben und ich muss Aspirin einnehmen, um hier reden zu können, nicht wahr? Das ist auch psychosomatisch. Ich habe folgende Versuche gemacht, als ich Krebsforscher in London war. Da haben wir all die Terminalfälle bekommen. In 5 Jahren hatte ich diese schreckliche Arbeit, nicht wahr? Dass man es immer aushalten kann. Und wir haben dann die Geschichten, die Lebensgeschichten von all diesen Leuten untersucht, die reinkamen. Wir haben festgestellt, und dies ist sehr schwierig, was ich sage, und ich bitte Sie, nehmen Sie mich nicht aufs Korn, ich gebe es Ihnen einfach, weil es Ihnen helfen wird. Aber seien Sie lieb mit mir, wenn ich es tue. Die Menschen, die ein unerfülltes Leben führen, neigen ein wenig krebsanfälliger zu sein als andere. Nun, es ist sehr schwierig zu definieren, was erfüllt ist. Aber wenn man sieht, dass eine Person verwitwet ist oder Kinder verloren hat oder sehr großes Pech gehabt hat in dem Berufsleben, solche Dinge haben wir bewertet. Sehr schwierig zu bewerten. Aber die allgemeine Meinung heute ist, dass wenn ein Mensch ein frustriertes Leben führt, nicht immer, aber die Neigung ist da, dass das Soma kaputt geht, früher kaputt geht als sonst. Nun, ich weiß, seien Sie hier sehr nachsichtig mit mir, ich weiß, wenn Sie viel Schinken essen und viel Nitrit damit bekommen, gibt es bestimmte Stickstoffverbindungen, die eben Ihnen Krebs verursachen. Das ist mir auch klar, nicht wahr? Dann ist davon abhängig, was Sie essen. Es ist erwiesen worden, dass die Inder aus Indien, die sehr viel Curry essen,
dass sie viel krebsanfälliger sind in dem Magen-Darm-Traktus als andere. Und man sagt, ja, das liegt an ihrer Rasse, in keiner Weise. Wenn sie nach Amerika gehen, wo sie weniger Curry essen, haben sie die gleiche Krebsanfälligkeit wie wir. Es ist sehr, sehr kompliziert, von Krebs zu reden in diesen Dingen. Aber eine Wahrheit ist da. Wenn ein Mensch ein erfülltes Leben führt, das ist, wenn er das erfährt und genießt, wozu wir gebaut sind. Wir sind gebaut, um den Garten zu bauen, Freude zu haben an unserer Umwelt und sie ordentlich zu halten. Das erfüllt uns. Und wir sind auch genauso gebaut, um im Paradies Gottes zu wandeln, wie Adam gebaut wurde, hier in diesem Leben. Also, wo ich eben meine tägliche Arbeit erfahre, dass Jesus in Gott in meinem Herzen ist. Also, ich bin eine Hybride. Und wenn diese Passage hier, dieser Kanal offen ist, dass ich zur gleichen Zeit die schöne Welt Gottes erfahre und auch Gott in Jesus erfahre, ich kann Ihnen bezeugen, dass das einen Menschen erfüllt in einer Weise, die er nicht erfahren wird, wenn eine Seite von ihm ausgeschlossen ist. Sei es die schöne Seite der schönen Schöpfung Gottes, Menschen, die in Großstädten leben, leiden sehr drunter, weil sie keine Augenweide haben oder wenig Augenweide haben. Die Neonlampen sind kein Ersatz für die aufgehende Sonne und auch für die untergehende Sonne nicht. Man muss beides haben, beides voll erfahren und dann ist ein Mensch erfüllter. Nun, lasst mich noch eine andere Seite nehmen, denn dies ist sehr, sehr aktuell in der heutigen Welt. Ein Mensch, ein junger Mann, kam zu mir diese Woche und ich guckte ihn an. Ich sagte, da fehlt etwas. Er war ganz verschrumpelt. Er sah nicht aus wie ein Mann. Er sah aus wie ein Skelett. Und seine Augen waren einfach sehr, sehr kleine Schlitze. Und er atmete sehr wenig. Und seine Lippen waren ein wenig zyanotisch, also bläulich. Und er war 29 Jahre alt. Und ich guckte ihn an und dann wollte ich nochmal prüfen. Ich sagte, sind Sie verheiratet? Und er guckte mich ganz erstaunt an und sagte, nein. Nun, ich habe das gewusst, ich wollte nur hören, nicht wahr? Wissen Sie was? Der arme Kerl hat angefangen, mit 14 Jahren auf dem Land in einer Schweizer Schule Heroin zu injizieren. Und er hatte keine Venen und keine Venen an keinem Arm. Und ich sagte, was nehmen Sie jetzt? 60 bis 90 Milligramm Methadon, also Heroin in synthetischer Form, nichts anderes. Da habe ich ihn gefragt, und wie nehmen Sie das? Ich guckte seine Nase an. Nein, er hat es nicht durch die Nase eingenommen, denn das kann man sehen, die Nase geht kaputt. Ich sagte, aber wie tun Sie es? Und überall in seinem Körper hat er das Methadon vom Arzt injiziert, was man nicht tun sollte, um ein High zu bekommen. Nun, ich sagte, mein lieber Mann, warum tun Sie das? Er sagte, ich kann nicht anders. Ich habe 12 Entzugskuren durchgemacht. Und ich sagte, warum können Sie es nicht aufgeben? Ich wollte hören. Und er wusste nicht. Und ich sagte, soll ich Ihnen sagen, warum Sie es nicht können? Die Droge, die Sie angefangen haben, Amphetamin und Heroin und jetzt Methadon, haben Ihnen Ihre Psyche, Ihren Willen, den Sitz des Willens, kaputt gemacht. Da lief er herum mit einer Charakterbeschaffenheit, dass er keinen Willen mehr hatte. Der ist einfach wie ein Blatt vor dem Wind hinhergetrieben. Der hat seine Persönlichkeit verloren. Also die ganze Persönlichkeit des Menschen, Leib, Seele und Geist, kann dadurch kaputt gehen, dass man hier in der Summa bestimmte Drogen injiziert. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist diese. Wenn ein Mensch diese 5 Sinne nicht dämpfen will, wie dieser Mann,
von dem ich sprach, gedämpft hat mit Heroin. Heroin dämpft die fünf Sinne. Wenn man das nicht tun will, sondern wenn man die fünf Sinne mehr entwickeln will durch Psychedelika, dann geschieht Folgendes. Das habe ich da auch gesehen. Also es ist, die Schweiz ist sehr, sehr betroffen von diesen Dingen. Diese Leute, die nehmen LSD und Heroin und all diese Dinge, die probieren das ganze Spektrum, nicht wahr? Sie nehmen sie ein und dann können sie keinen Stress aushalten. Morgen reden wir über Stress. Sie können keinen Stress aushalten. Sie haben Angst, Angst, Angst. Und das, was unsere Gesellschaft charakterisiert heute, ist Angst. Und sie gehen um in Angst. Und ich sagte zu einem, warum haben Sie denn Angst? Und wissen Sie, was er mir sagte? Angst in der Seele. Sie wissen, dass die Witzblätter hier voll sind von der Angst des deutschen Volkes. Nun, hier ist es synthetisch, die Angst ist synthetisch produziert. Warum hat er Angst? Weil ich Stress nicht mehr aushalten kann. Warum können Sie keinen Stress aushalten? Weil ich dann wiederum einen Flashback habe. Ich sehe dann, ich bekomme dann einen Trip von mir selbst. Das kommt davon, dass sie ihren Körper, ihr Soma, kaputt gemacht haben. Und wenn die Enzyme kaputt gemacht worden sind, die das Stresshormon abbauen, bauen sie im eigenen Körper eine Substanz, die genauso wirkt wie LSD. Und diese Leute sind dann nicht imstande, wie ein Mann oder eine Frau zu sein, Angst auszuhalten und Stress auszuhalten. Die Psychosomatik wirkt da, dass sie Flashbacks bekommen, zu jeder Zeit, ohne Drogen einzunehmen. Und das kommt, dass man dieses System hier kaputt gemacht hat durch die heutigen Drogen. Europa geht daran, Amerika auch teilweise, zugrunde, dass die Menschen nicht mehr leisten können, was sie leisten sollten, weil sie Stress nicht mehr aushalten können. Wir sind gebaut für Stress. Und diese Drogen machen diese Fähigkeit kaputt. Nun, meine sehr verehrten Damen, ich muss schnell weitermachen. Ich gebe Ihnen noch etwas da, was Ihnen Mut machen wird und Ihnen nicht Angst machen wird. Es war ein alter Mann namens Spurgeon. Sie kennen alle Charles Haddon Spurgeon. Kennen Sie den? Haben Sie seine Bücher gelesen? Ich würde erwarten, in frommen Siegen, in frommen Gießen ein schallendes Ja, nicht wahr? Also Spurgeon war sehr intelligent. Aber wissen Sie von Spurgeon? Er war so intelligent, dass er depressiv wurde. Regelrecht depressiv. Und er konnte nicht mehr predigen. Sind Sie intelligent? Passen Sie auf. Sind Sie depressiv? Dann hole ich Sie aus der Depression gleich. Wahrscheinlich sind sie intelligent, weil sie depressiv sind, nicht wahr? Es geht oft, geht nicht immer, aber geht oft zusammen. Nun, er wurde so depressiv, der arme Kerl, dass er nicht mehr predigen konnte. Und sein Vorstand hat ihn weggeschickt. Er hatte einen verständigen Vorstand, nicht immer der Fall. Aber er ging dann zum Mittelmeer und auf dem Schiff 6 Monate um das Mittelmeer herum, jeden Abend. Der alte Pfarrer mit gesenktem Kopf um das Deck, nicht wahr? Und der Küchenjunge hatte ihn beobachtet, und der Küchenjunge hatte sich bekehrt. Und er dachte, dieser alte Pfarrer ist sicher ein Liberaler, der den Herrn Jesus nicht kennt, und ich muss ihm helfen. Da ist er hingegangen in seine Kajüte, der Küchenjunge, und er hat aus seinem Kalender eine Predigt rausgerissen. Und so rausgerissen, dass man nicht sehen konnte, wer der Autor war. Und die Predigt war, über alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch, nicht wahr? An alle Dinge dienen zum Besten denen, die Gott lieben und so. Und als der Herr Pfarrer hochkam für seinen Abendmarsch um das Schiff, ging der Küchenjunge auf ihn zu und sagte, Herr, Sir, ich habe etwas, was Ihnen vielleicht helfen würde, und gab ihm diesen Artikel. Und er bedankte sich höflich, nahm den Artikel runter und las es. Und tatsächlich, das Wort Gottes in diesem Artikel war so überzeugend,
dass er aus seiner Depression herauskam. Und dann ging er zu dem Jungen und sagte: Junge, wer hat diesen Artikel geschrieben? Und der Bub sagte: Sir Charles Haddon Spurgeon hat das geschrieben. So das eigene Wort, was ich Ihnen sagen will, ist, dass das eigene Wort, wenn Ihr Herz gesättigt worden ist mit dem, was Gottes Wort gibt, dann können Sie sich selber heilen aus diesen Dingen. Ein Wort über endogene Depressionen. Niemand weiß, was die Ursache ist. Und da muss man zu einem Psychiater gehen, wenn das so ist. Wenn Sie einen gläubigen Psychiater haben, das wird Ihnen vielleicht am besten helfen. Nun, ich muss jetzt noch zwei Sachen sehr kurz sagen, was psychosomatische Krankheiten verursacht. Sie haben eine Psyche und Ihr Psyche hat das Bewusstsein. Wenn Sie unangenehme Sachen in das Bewusstsein hineinspeisen, durch die Augen, durch die Ohren, durch die fünf Sinne, und Sie nicht bearbeiten können, die Probleme, die Sie haben, Sünde zum Beispiel, oder Probleme in der Familie, arbeitet das Gehirn so und die Psyche so, dass aus dem Bewusstsein die unangenehmen Sachen hinuntergestopft werden in das Unterbewusstsein. Wenn ich unangenehme Briefe bekomme, ich gucke an den Absender, nicht wahr? Und wenn ich weiß, wer der Absender ist und dass wiederum eine Ladung Gift kommt, wissen Sie, ich habe oft sehr viel zu tun, dann tue ich solche Briefe, die sowieso nicht nützlich sind, ich tue sie an eine besondere Schublade. Ich habe einige entdeckt, die 6 Jahre schon gelegen hatten dort. Entschuldigen Sie, also wenn Sie keine Antwort bekommen, das heißt, dass ich den Absender falsch abgeguckt habe. Also ich arbeite, wie mein Gehirn arbeitet, das ist meine einzige Entschuldigung, nicht wahr? Nun, aber hören Sie zu, das Gehirn ist so gebaut, dass die Probleme heruntergeschubst werden ins Unterbewusstsein und da werden sie weiter bearbeitet. Wenn sie dann nicht gelöst werden können, kommen sie immer wieder an die Oberfläche zur Lösung. Und wenn sie sie nicht lösen können in der Oberfläche, schubsen sie wieder runter. Nun, wenn der Mensch alles runterschubst, kommt die Zeit, wo kein Platz mehr ist im Unterbewusstsein. Und wenn dieser Augenblick erreicht worden ist, dann gibt es einen Nervenzusammenbruch. Sie sind so beladen mit den Problemen, die sie nicht lösen können, dass sie runterschubsen. Und da werden sie ständig bearbeitet, auch wenn sie nichts daran denken, werden sie bearbeitet. Aber es kommt ein Augenblick, verschieden bei verschiedenen Personen, wo die ganze Kanalisation dort explodiert. Und das ist ein Nervenzusammenbruch. Nun, darf ich Ihnen dieses Beispiel geben. Die 5 Sinne arbeiten wie 5 Münder. Ich stopfe meine Wiener Schnitzel rein, nicht wahr? Und ich stopfe meine Kartoffel rein und die verdaue ich. Ich bearbeite sie mit dem Mund, verdaue ich. Und der Zucker und die Aminosäuren und die Fette werden alle aufgelöst. Sie gehen dann durch meine Membranen in die Blutbahn und ich verwandle Kartoffeln in Gedanken. Nicht wahr? Wir sind Kartoffelsäcke. Die Maschinen sind, um Kartoffeln und Wiener Schnitzel, Eis und alles, was es gibt, in Gedanken umzuwandeln. Und davon leben wir. Der Mensch lebt von dem, was löslich ist. Also seine Verdauung ist so, dass er das, was er isst, aus dem unlöslichen Zustand in den löslichen Zustand bringt. Wenn es löslich geworden ist, geht es zum Kopf und zur Leber und zu den Muskeln und er lebt davon, weil es löslich geworden ist. Nun, der Kopf ist genauso. Der Kopf wird gefüttert, nicht durch einen Mund, sondern durch 5. Und die werden alle, die Substanzen, die da reinkommen, die Probleme, die reinkommen, die kommen ins Bewusstsein. Und da sollen sie gelöst werden. Und wenn ich sie nicht lösen kann, ist meine Meinung, sie ins Unterbewusstsein zu schubsen. Aber das ist gefährlich. Denn tut man zu viel reinschubsen, da gibt es einen Nervenzusammenbruch, je nach der Veranlagung des Menschen.
Und jetzt das Letzte. Wenn ich esse Wiener Schnitzel und Kartoffelsalat, geht's runter, gekaut im Mund, einiges unter der Zunge absorbiert, dann im Magen, Säure kommt und wird gemahlen, nicht wahr, zu einem Rahmen gemacht, Sahne gemacht, löslich gemacht, geht in Blutbahn, geht tiefer runter, wird alkalisch gemacht und bearbeitet mit Muskeln, mehr geht in Lösung. Aber was geschieht mit dem, entschuldigen Sie, was nicht in Lösung geht? Also liebe Freunde, wenn Sie keinen Mechanismus haben, um mit dem, was Sie nicht lösen können, um das loszuwerden, sind Sie ein kranker Mensch. Sie bekommen eine picklige Haut, Ihr Atem ist nicht frisch und Ihre Gedanken sind auch nicht frisch. Und wenn Sie dann hingehen zum Arzt, fragt er, ob es gut ist mit der Verdauung und wann das letzte Mal war, nicht wahr? Und wenn ein guter Arzt ist, wird er sagen, Sie müssen eine Katharsis haben. Und da, wenn ein alter Arzt ist, wird er Ihnen Magnesiumsulfat geben. Ich hoffe nicht, dass es welche hier gibt, die das tun. Aber wenn ein moderner ist, wird er Weizenkleie oder sowas geben, nicht wahr? Und dann wird es besser werden. Aber was ich Ihnen sagen will, ist, dass der Körper immer eine Lösung hat für das, was nicht löslich ist, womit Sie nicht fertig werden, was Sie nicht verdauen können. Der Kopf, die Psyche, ist genau so. Die meisten Leute, die stopfen all ihre Probleme, das tägliche Essen, die tägliche Arbeit, alle Probleme, die wir bekommen, die stopfen sie rein, das Bewusstsein bearbeitet sie, löst die Probleme, die sie kann. Wir sind gebaut, um Probleme zu lösen, genau wie das Verdauungssystem gebaut ist, um Essen löslich zu machen. Wenn wir das getan haben, was machen wir mit den Problemen, die wir nicht lösen können? Denn von der Psyche gibt es keinen Ausgang. In dieser Dimension nicht. Gar nicht. Deshalb, wenn der Mensch psychosomatisch gesund bleiben muss, muss er seine Probleme lösen können. Und er muss einen Mechanismus haben, um die Probleme zu lösen, die er nicht lösen kann. Wie tut er das? Wie tun Sie das? Wollen wir sagen, Sie leben in Ehebruch. Das belastet einen Menschen bis ins Innerste. Wollen wir sagen, Sie tun schlimmere Dinge in Ihrer Familie, wovon kein Mensch weiß. Und diese Dinge plagen Sie. Ich saß in einem Schweizer Hotel vor 3 Tagen. Da kam jeden Morgen ein ganz, ganz uralter Mann rein, schwer behindert, und er unterhielt sich mit der Besitzerin. Und er sagte, weißt du, ich kann nicht schlafen, mein Gewissen blockt mich. Ganz uralter Mann, alles, was ich falsch gemacht habe, blockt mich. Was mache ich? Was machen Sie? Wenn Sie nicht eine Methode haben, das Unlösliche, Ihre Sünde, Ihre Probleme, die Probleme, nicht alle Probleme sind Sünde. Wenn Sie nicht eine Methode haben, das loszuwerden in der Mitte Ihres Wesens, in der Psyche, sind Sie eine kranke Person. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Nun, Hand aufs Herz, haben Sie das getan heute? Hier malen werden diese Probleme herumgemahlen im Unterbewusstsein. Sie können das nicht vermeiden. Sie sind gebaut. Sie vergessen nicht. Wilder Penfield hat das gezeigt, dass Sie nicht vergessen. Das ist da. Und der kleinste Stimulus, und das kommt raus. Was machen Sie damit, wenn Sie nicht eine Methode haben, das Ventil dort zu öffnen, dass eine Katharsis
entsteht, sind sie psychosomatisch krank. Denn das wird das ganze System kaputt machen. Deshalb ist es absolut nötig, dass Sie jeden Tag, genauso wie bei der Verdauung, dass Sie jeden Tag zu Jesus gehen. Zuerst lesen Sie seinen Willen in seinem Wort. Und dann tun Sie seinen Willen nach seinem Wort. Und was heißt es tun? So wir unsere Sünden, ich rede zu Christen wie zu Nichtchristen, so wir unsere Sünden bekennen, bekennen, das ist Katharsis. So ist er treu und gerecht, uns die Sünden zu vergeben und uns zu reinigen von aller Unreinigkeit. Genau wie der Verdauungskanal gereinigt werden muss, jeden Tag, sonst sind sie nicht gesund. So muss auch die Psyche gereinigt werden durch das Blut Jesu, jeden Tag. Sie fangen an mit diesem, darf ich es sagen, mit dieser Reinigung, in dem Bekenntnis der Sünde und in der Bitte um Vergebung. Und wenn sie das tun, macht das den Menschen neu. Und das ist, was es heißt, was die Wiedergeburt ist. Wenn ein Mensch angefangen hat, hier auszuräumen, in der Vergebung der Sünden, das ist der Mensch, der angefangen hat, psychosomatisch gesund zu werden. Denn wenn das Zentrum her, das Zentrumstück gesund ist, eine gesunde Psyche stärkt das Soma und übt den Geist aus in der Verbindung mit Gott. Ich bekomme dann diesen Kanal von Gott her in Jesus Christus geöffnet und es fließt mir Kraft hinein, dass ich auffliege wie ein Adler. Kennen Sie den Spruch? Das kommt von der Öffnung des Kanals des Geistes, der Verbindung des Geistes Gottes mit meinem Geist. Diese Öffnung geschieht und ist eine Wirklichkeit und man kann sehen, wenn ein Mensch in Frieden und Eintracht lebt mit seinem Heiland, der unser Schöpfer ist, Jesus Christus. Man sieht's. Denn die psychosomatische Wirkung ist eine Wechselwirkung. Und die Kraft Gottes fließt tatsächlich in eine Seele hinein, die so offen lebt vor Gott. Aber was nötig ist, ist die Katharsis, um den Kanal aufzumachen. Tun Sie das. Die stille Zeit und das Lesen des Wortes Gottes sind nötig, um hier zur Reinigung. Und wenn das geschieht, dann kann es so sein, dass das, was die Schrift sagt, dass Lachen das beste Medikament ist, wirklich wahr wird. Wenn ein Mensch froh wird in seiner Seele, wie wirkt das sich psychosomatisch aus? Seine Augen strahlen. Stimmt's oder stimmt's nicht? Woher wissen wir das? Aus der täglichen Erfahrung, aber wir wissen es auch von der Schrift her. Mose, als er mit Gott sprach, was heißt es von seinem Angesicht? Es strahlte. Und das ist eine Wirklichkeit. Das ist die psychosomatisch, die Gesundheit ist. Was wir brauchen, ist eine holistische Gesundheit. Eine ganzheitliche Gesundheit. Wenn der Geist offen ist, in Verbindung mit Gott durch die Vergebung der Sünden, wird die Seele gesund. Nun, ich will nicht immer sagen, dass, wollen wir sagen, Leute, die Gehirntumoren haben, dass sie dann gesund werden. Aber auch die können die Freude ihres Heils erwarten. Und das geht hinein bis in das Soma. Auch im Leiden und in Krankheit kann diese Kraft in uns wirksam sein. Und das heißt gar nicht, dass der Mensch, der krank ist, in Sünden lebt. Gar nicht. Jesus hat das klar gesagt. Aber was er gesagt hat, dass auch in der Schwachheit seine Kraft mächtig wird. Vielen Dank für Ihre große Geduld mit mir heute Abend.